Entschlüsseln Sie die Nachricht der Mutantenmaus und vertreiben Sie Kyrie, die Katze, vom Bildschirm. Jetzt ist es wieder Kyrie. Was ist denn das hier bitte alles für ein Scheiß? Soll das verwirren oder was? Das tut's ehrlich gesagt tatsächlich. Ich bin gerade massiv verwirrt, was hier passieren soll. Also die Nachricht muss und Kyrie muss weg. Boah, das ist aber heftig, Alter. Ist das richtig so? Nein. Hä? Was? Ich bin so verwirrt gerade bei diesem Level. Ach so, okay. Okay, so. Wer braucht hier schon Schwerkraft? Und was, wenn der Ball nach links geblasen wird? Ich könnte mir das ungefähr so vorstellen. Es ist Kyrie gleich nicht weg. Schwere! Nee, Kyrie ist leider nicht weg, das heißt, ich muss irgendwie hier was noch machen, dass sie wegfliegt. Ach so, ich ahne, was ich machen müsste eigentlich. Aber es funktioniert auch so. Wir gucken es uns gleich nochmal in der Musterlösung an, allerdings. So, die Musterlösung sieht nämlich ganz anders aus. Und hier wird der Kö auch vom Baseball aktiviert. Warum ist da noch irgendwas? Ach so, Newton muss nochmal nach unten fliegen, damit Kyrie weiterläuft. Hier ist nicht mit dem Käse gemacht worden, ich verstehe. Bringen Sie die Mutantenmaus nach Hause. Home sweet home. Kann man das nicht ganz einfach lösen? Also ich werde mir jetzt die Tipps schon vorher anschauen dann. Newton passt bestimmt durch diese Rohre. Ich werde das ganz anders machen, mein Freund. Etwas Sprengstoff wäre hier nicht schlecht. Ich will das anders machen, komm. Kann man hundertprozentig so lösen. Irgendwie. Ah, warte mal mit da oben. Nee, das mache ich jetzt. Wenn mir schon solche Objekte da zur Verfügung gestellt werden, ja, dann will ich damit auch was anfangen. Oh, geil. Nein, ich will das so lösen. Komm schon. Das wäre witzig. Wie weit fliegst du jetzt? Das war schon wieder. Ja! Oh, geil! Und so war es geplant eigentlich. Das ist ja sehr unspektakulär, da fand ich meinen Lösungsweg besser. Okay, das sieht eigentlich viel geiler aus mit den Röhren hier. Bringen Sie Curie, die Katze, in die Grasecke. In die Grasecke, ey. Erstmal fett high werden da drin. Das finde ich auch gerade interessant. Ne, muss doch so rum, ja. Kommen wir auch gleich zu, was das da ist. Das sieht aber spannend aus, tatsächlich. Ja, jetzt muss ich das sagen. Eine Katze bringt eine Maus auf Trab. Mit einer Flipperkugel könnten Sie Kyrie die Katze ihrem Ziel sicher näher bringen. Diese Maus wartet nur auf den richtigen Anstoß. Und zwar ist es so, dass der Mausmotor auch durch den Schwanz einfach aktiviert werden kann. Was? Oh nein, ich hätte... Oh, ich verstehe schon, was das Problem ist, ja. So ist das gedacht. Was zur... Was war das denn jetzt? What the fuck? Warum ist das so? Ich will nur mal anfassieren hier. Warte mal. Was ist hier los, ey? Ich will mal ein bisschen anders anordnen, sonst löse ich nicht. Oh! Was war das?
Jetzt will sie runter. Mann, 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 Mann. Katzenmann. Wie sie uns anguckt, was ist denn da? Öffnen Sie Cheery der Katze eine Dose Katzenfutter. Und wieder können wir uns nicht den Mandrillenmotor anschauen. Nochmal. Ich find's witzig. Wir haben jetzt sowohl wieder was mit einer Katze als auch die Musik nochmal. Okay. Das ist erstmal klar alles. Jetzt muss der Eimer runter. Das geht natürlich, sobald ich hier was zur Explosion bringe. Genau. Das war's, oder? Der Eimer muss fallen. Also lassen Sie's krachen. Boah. Dieser Generator muss sich drehen, damit der Strom in Strömen fließt. Das sei ja voll poetisch, schon fast. Ih, das ist weggerutscht. Und, oh, hab nicht gesehen, dass du es nicht richtig verbunden hast. Mann, voll peinlich. Zerstören Sie das Aquarium mit einer Rakete. Wasserschlacht. Also du musst das hier auch in Gang setzen dann. Jetzt muss ich das wieder mit diesem Dosenteil da machen. Okay, hier die schrägen. Muss ich mal schauen, wie das funktioniert. Reicht doch so, oder? Etwas Rotationskraft wäre nicht schlecht. Mit den Schrägen können die Raketen abgelenkt werden. So, schauen wir mal. Habe ich schon fast gedacht, jetzt fliegt die darüber, ey. Oh. So. Jawohl. Hoho. Geben Sie Pavlov dem Mandrill eine Kopfnuss. Pavlov kriegt jetzt eine gescheuert, ey. Mach auf, Pavlov. Ah, nee, das ist auch gemein. Das ist richtig gemein. Dass man eine Schräge als Stopper benutzen muss in dem Level. Die Bowlingkugel wäre nützlicher, wenn sie in die richtige Richtung rollen würde. Heute schon gewebt? Ja, ein paar Mal. Ist immer noch dieselbe Aufnahme. Schauen Sie nach oben. Der Baseball muss fliegen. Der Baseball darf nicht wegrollen. Ja, Pavlov kriegt das eine gewischt. Stimmt, das habe ich mir noch gar nicht erwähnt. Der hat eine Animation, falls was auf ihn drauf fliegt. Zünden Sie mit der Kerze das Dynamit an. Geisterdynamit. Oh, wow. Was war das denn? Ich muss hier versetzt diese Schwerkraftkisten aufstellen. Dann musst du das hier in Gang setzen. Genau. Versuchen Sie es hier mal mit einem Ballon. Ein Seil vom Streichholz zum Ballon. Das wär's. Etwas Anti-Schwerkraft und die Kerze fliegt. Schön einfach nur in schwarz gehalten, das Level. Oh ja, jetzt muss ich das irgendwie schön gespaced hier aufstellen. So ungefähr muss das gemacht werden. Oh, das wird schwierig, glaube ich. Das genau abzuschätzen, wie das stehen muss alles. Das ist gemein. Die kann echt stehen bleiben, falls man es falsch hat. So, klappt's aber. Schalten Sie den Mixer ein. Der glückliche Mixer. Wir kennen alle Teile da unten, das ist schön. Okay, der Mixer muss eingeschaltet werden. Das heißt, das machen wir mit dem Ballon. Dafür muss das Seil natürlich weg. So, das kennen wir auch schon, das Prinzip.
Ja, ich müsste es doch jetzt schon haben. Ich kann es mir im Kopf ausmalen, wie das Experiment auszusehen hat. Sehr schön. Hier ein Sprungbrett und der Ball springt hoch, hinüber und in das Rohr. Heißt das ja mit der glücklichsten Mixer, weil ein Smiley-Ballon involviert ist? Mit einer Heckenschere können Sie Ballons in die Freiheit entlassen. Vermutlich schon. Anti-Schwerkraftkissen haben einen interessanten Effekt auf Ballons. Dann schauen wir doch mal, ob das klappt. Ja, alles easy. Werfen Sie den Mausmotor an. Mäuse-Aerobic. Mit etwas Dynamit. Oh, was habe ich da schon vorher angeguckt? Mann, aber hä? Moment! Mit etwas Dynamit. Oh nee, ich will noch gucken, ob er Bowling einfach wieder Billardkugel sagt. Das muss jetzt leider auch nochmal sein. Mit etwas Dynamit können Sie auch der Bowlingkugel Beine machen. Ja, warum gibt ihr denn einen Tipp so einem Objekt, das schon da ist? Das war wahrscheinlich wieder gar nicht geplant, nehme ich an. Mäuse-Aerobic. So. Das Gewicht des Eimers könnte die Lavalampe einschalten. Mit den Gegenständen, die noch übrig sind, können Sie den Ball in Richtung Maus schicken. Und so einfach kann es sein. Schalten Sie alle drei Mixer ein und jagen Sie das TNT in die Luft. Mischmasch. Hey, endlich mal. Mandrillmotor. Um den Mandrillmotor zu starten, binden Sie ein Seil an den Schirm und ziehen Sie daran. Wenn Pavlov der Mandrill übereinander sieht, wird er wie verrückt in die Pedale treten. Verbinden Sie die Tretmühle mit einem Riemen und setzen Sie auf diese Weise, um das mal aufzugehen, verschiedene Geräte in Gang. Er gähnt hier rum wie nichts Gutes, ey. Mischmasch. So viele Tipps. Hier ist so eine ganze Menge zu tun, tatsächlich. Ach du liebe Zeit, ey. Wie soll ich das machen? Nee. Oh nee, die Maus muss darüber. So oder was? Eine Wippe am richtigen Ort ist für zwei Dinge gut. Ah. Pavlov der Mandrill liebt Bananen. Vielleicht treten sie gemeinsam auf eine Lösung. Ziehen Sie an diesem Hebel und freuen Sie sich auf eine explosive Überraschung. Eine Explosion bringt jeden auf Trab, auch eine Maus. Das müsste es sein, oder? Der Lichtschalter ist völlig unnötig. What the fuck? Okay, wieso klappt das gerade? Jetzt bin ich überfragt. Muss das so runter noch? Aha, wollte gerade nicht wegen dieses Flaggenzugs, ey. Gratulation! Sie haben gerade die letzte der einfachen Aufgaben gelöst. Jetzt geht es aber erst richtig los. Viel Spaß! Oh ja. Der Ballon muss am oberen Rand des beleuchteten Bildschirms verschwinden. Oh, das machen wir aber erst am nächsten Mal, würde ich sagen. Die Aufgabe, die ist doch perfekt für den Beginn dann. Gut, dann war es das mit der ersten Session von Professor Tim. Mir hat es Freude bereitet und euch hoffentlich auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.